Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Herr Bruno ist wieder am Start und zwar der nächste wieder der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um ein Babyphone und zwar mit einem 5 Zoll Display, 100 Meter Reichweite, 2,4 GHz Funkübertragung, das Ganze ohne WLAN mit HD 1080p, Temperaturüberwachung, Nachtsicht und sogar ein paar Schlaflieder sind direkt dabei. So, interessant wird es jetzt. Wir gucken mal ganz kurz hinten nochmal direkt auf die Specs drauf. Und zwar steht hier Kamera-Resolution, also die Auflösung sind wirklich 1080p, also 2 Megapixel. Allerdings hat das LCD-Display nur 800x480 Pixel, sollte aber in den meisten Fällen völlig ausreichen. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert Point-to-Point mit 5 Volt 2 Ampere. Das heißt, wir brauchen keinen WLAN-Hotspot, sondern wir lassen das Ganze gleich so interagieren. Praktisch als Hundeüberwachung, Babyphone oder entweder zu Silvester oder natürlich auch einfach mal so. So, wir gucken mal direkt hier rein. Wir haben jetzt hier eine ganz normale Kamera, die sieht so ähnlich aus wie eine IP-Kamera, bloß halt den wesentlichen Vorteil ist, dass sie einfach jetzt hier von Ende zu Ende verschlüsselt wird mit dem Bildschirm als auch zwischen der Kamera. Und wir brauchen halt, wie gesagt, keine App, kein Smartphone, keine mobilen Daten, nichts dergleichen. So, wir ziehen das Ganze jetzt hier einfach mal ab. Und dann haben wir jetzt hier sozusagen die Display-Schutzfolie. Und wenn die Display-Schutzfolie erstmal abgeht, so, haben wir hier sogar die Möglichkeit, das Ganze unten interagieren zu lassen. Und zwar hier mit Micro-SD-Kartenaufzeichnung, damit wir auch im größten Notfall auch nochmal eine Aufzeichnung haben, was Phase war. Ansonsten haben wir jetzt hier ganz normal die Möglichkeit auf ein Stativ, also ein Stativgewinde ist eingearbeitet. Da können wir die Kamera dann draufstellen. Wir haben natürlich, wie gesagt, einen Nachtsichtmodus dabei. Das Ganze funktioniert über Micro-USB. Und wir schauen uns jetzt mal den Display an, dass wir erstmal direkt den ersten Blick draufgeworfen haben. Schönes großes 5 Zoll Display. Hier nochmal ein Schutz mit dran, auch nochmal eine Schutzfolie. Schön groß das Ganze, im Gegensatz zu einer IP-Kamera, wie gesagt, datenoptimiert und datensparend. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum wir hier USB-C haben. Also USB-C auf der einen Seite und Micro-USB für die Kamera. Da werden sich die Entwickler schon irgendwas gedacht haben. Wahrscheinlich gab es die Kameras einfach schon und die haben die einfach umgelabelt und dementsprechend dann einfach ja, so gelassen, wie das jetzt hier daherkommt. So, wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, das Ganze mit Dübeln oder Schrauben an der Decke zu befestigen oder in der Wand. Ansonsten können wir das Ganze nämlich entweder auf dem Stativ befestigen oder ganz einfach so mit den Schrauben an der Wand oder am Holz irgendwo und dann kopfüber auch montieren. Denn die Kamera ist ja hier bis zu 360 Grad rotierfähig. Hier hinten haben wir dann die Antenne, hier den Temperatursensor. Das wird uns dann alles nochmal direkt mit angezeigt. Inklusive sind auch noch zwei 5 Volt, ich sag mal, Ladeadapter. So, das heißt, wir haben hier 10 Watt, 5 Volt, 2 Ampere. Genau dasselbe Spiel sollten wir jetzt hier auch haben. Genau, 5 Volt, 2 Ampere, 10 Watt ist also mit dabei. Sane Logic, so heißt das ganze Spiel. Und wir haben jetzt hier einmal das Micro-USB-Kabel. Das Micro-USB-Kabel ist dann für die Kamera. Das ist ein bisschen länger. Und dann haben wir jetzt hier das USB-A auf USB-C-Kabel. Und dafür ist halt, wie gesagt, der Display geeignet. Und damit lässt sich das Ganze dann wunderbar laden. Warum das, wie gesagt, so ist, ja, ist eine gute Frage. Kann man sich jetzt nicht erklären. Wir haben hier oben noch eine eingebaute Antenne drin, damit wir das Ganze dann auch bis zu 100 Meter durch Mauerwände teilweise durchfunken können. Hier, gucken wir mal ganz kurz, haben wir auch einen Micro-SD-Steckplatz. Das heißt, auch da könnten wir dann nochmal direkt was aufzeichnen. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, wir haben hier einen kleinen Stand hinten dran. Das heißt, das Ganze kann man natürlich ja, relativ individuell aufstellen, sodass man dann auch das Display stehen lassen kann. Und wir schalten einfach mal direkt ein. So, das heißt, gedrückt halten. Wir haben einen eingebauten Akku schon mal drin, was schon mal sehr praktisch ist. Dadurch kann ich das Display überall mit hinnehmen. Einen Akku gibt es aber nur jetzt hier in dem Display, nicht in der Kamera. Das ist meistens so direkt verbaut. Zur größten Not, wer jetzt hier noch eine Lösung für haben will, der nimmt einfach eine Powerbank. Und mit Hilfe der Powerbank kann ich dann die Kamera natürlich auch mobil irgendwo hinstellen. Das bedeutet, wir nehmen einfach dieses Kabel jetzt hier, stecken das in die Powerbank rein, lassen die erstmal starten und dann werden wir gleich weitersehen. So, dann gucken wir mal zusammen rein, wie reibungslos das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier noch nichts verbunden. Ich habe auch die Kamera jetzt das erste Mal gestartet. So, wir drehen sie mal darüber. Jetzt warten wir mal kurz. Die müsste sich ja gleich melden und eigentlich eine Info zu uns sagen. Sie klickt schon mal. Das ist Infrarot. Infrarot-Nachtsicht. Sagt also, System wird gestartet. Und wir gucken mal, was passiert, ob ich irgendwas einstellen muss. So, wir schauen mal direkt jetzt hier ganz kurz drauf. Was kostet denn so ein
Videobabyphone. Ein Videobabyphone. Das kostet normalerweise 99,99 Euro. Es gibt aber gerade einen 50% Rabattcoupon. Das heißt, wir sind bei 49,99 Euro. Für ein 5-Zoll-Display mit eingebautem Akku finde ich das wirklich okay. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz durch. Wir können mehrere Kameras hinzufügen. Wir haben Soundalarm, wir haben Temperaturalarm. Ah, und da ist sie dann aber auch schon direkt. Guckt euch das an. Ah, nee. Touch-Display ist es nicht. Guck mal, hier, so einfach ist es. Und dann kann ich euch die Steuerung gleich nochmal erklären. So, das heißt, für 50 Euro habt ihr jetzt hier das All-in-One-System ohne WLAN, ohne Hotspot. 4 Channels können wir auswählen, 4 Kameras können wir mit einfügen und das ist schon mal richtig praktisch. Und wir haben natürlich die gute Aufnahme einmal bei Tag und bei Nacht. Das gucken wir uns selbstverständlich dann auch gleich nochmal an. Temperatur, muss ich mal ganz kurz gucken, tatsächlich da oben 19 Grad werden eingeblendet. Das ist ja schon mal mega cool. Das heißt, 19 Grad haben wir hier im Raum und das Ganze wird direkt jetzt hier überprüft. Schlaflieder kann man machen oder auch nicht. Und wir haben eine Gegensprechfunktion, sodass wir mit dem Baby auch hier über den eingebauten Lautsprecher kommunizieren können. Also ich muss sagen, für den Preis bin ich auf jeden Fall schon mal begeistert. So, schauen wir uns jetzt mal das Display direkt auf den ersten Blick an. Wir haben oben die Möglichkeit Einstellungen. Die Kamera hat sich das erste Mal direkt mit dem kleinen Gerät hier verbunden. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt hier drauf gehen und wir könnten bis zu 4 Channels, also 4 Kameras natürlich auswählen. Channel 1 ist gleich die erste Startkamera. So, dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, erstmal die Sprache umzustellen. Das machen wir auch als allererstes. Das ist sehr übersichtlich gestaltet, weil das Display schön groß ist. Das gefällt mir sehr gut. Wir gehen mal zurück. So, er speichert kurz. Also die Auflösung finde ich jetzt wirklich gut. Für 800x480 Pixel kann man da definitiv jetzt hier nicht meckern. So, er startet neu, weil wir ja die Sprache auf Deutsch umgeändert haben. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, müsste das komplette Menü ja auch auf Deutsch signalisieren, dass wir auch alles perfekt lesen können. So, jetzt sehen wir es. Zack, da ist das Ganze auch wieder dabei. Ja, der Futterwecker. Feeding, also wir können uns natürlich daran erinnern lassen, auch wann wir Fütterungszeiten haben beim Baby oder was weiß ich wo. Feeding oder Futterwecker, sehr interessant, das Ganze so signalisiert. Alle 2,5, 3, 4, 5,5 Stunden oder den Modus des Zyklus einfach anpassen. Finde ich sehr cool. Ansonsten, was haben wir hier? Einstellen der Empfindlichkeit der Schallerfassung. Das bedeutet, wenn die Kamera Töne wahrnimmt, dann kriege ich hier eine Info drauf. Das kann ich zwischen Low, Medium und High einstellen, wenn das Baby schreit als Beispiel oder der Hund kläfft als Beispiel, kriege ich hier eine Nachricht drauf. Wenn ich das Ganze auf Off habe, ist das erstmal nicht der Fall. Ist aber definitiv sehr genial. So, Temperatursensor. Ich kann das Ganze zwischen Grad Celsius oder Grad Fahrenheit einschalten. Zwischen 18 und 30 Grad ist normal. Alles andere, dann kriege ich eine Benachrichtigung. Und ich kann jetzt hier oben natürlich auch noch was anschalten, den Temperaturalarm. Aber was jetzt genau da passiert, das müssten wir uns dann nochmal direkt im Detail anschauen. Musik überspringen wir mal ganz kurz. Wir gehen mal auf die Anzeige. Der Ruhezustand ist entweder nach einer Minute, 10 oder 30 Minuten. Dann geht das Display in den Standby-Modus, Stromsparmodus oder es läuft einfach immer. So habe ich es jetzt hier auch von Standard aus direkt drinnen. Ich kann das Ganze hier aufnehmen mit dem Monitor, Auflösung 480p. Oder Auflösung in der Kamera, das heißt Micro-SD-Karte zeichnet hier in 1080p auf und 480p zum Beispiel hier drüben. Geniale Lösung, wenn man es denn braucht. Als Funk-zu-Funk-Verbindung reicht es mir eigentlich aus. Wir werden uns das nachher nochmal im Distanzcheck angucken. Auf einem großen Flur mit Betonwänden dazwischen, wie weit das Ganze funktioniert und wann die Verbindung sozusagen abreißt. Ansonsten die Kanäle kann ich hier separat nochmal einstellen. Wiedergabe ist natürlich nur möglich, wenn ich eine Micro-SD-Karte sowohl als auch hier drin habe. Dann kann ich mir das Ganze hier wieder offline sozusagen auch wiedergeben, ohne dass die Funkverbindung zwischen der Kamera steht. Also wirklich ziemlich praktisch, was man hier für sein Geld bekommt. Datum und Uhrzeit. Der 26.12., der ist heute noch nicht. Heute ist tatsächlich erstmal der 25. Und dann kann ich hier die Uhrzeit direkt einschalten. Das werde ich jetzt als direkt nächstes noch machen. Dazu gehe ich hier einfach nur so drauf, kann das Ganze hier so individuell tippen. Wir sind jetzt bei 17.08 Uhr und ihr seht, das ist wirklich ganz fix eingestellt. Da kommt es jetzt nicht auf die Sekunde drauf an. So, wir tippen jetzt einmal so weit runter. Machen wir mal 17.09 Uhr. Ja, genau so geht es auch. 17.08 Uhr ist gespeichert. 24-Stunden-System oder 12-Stunden-System passt auch. Resetten, wenn ich auf Werkseinstellungen wieder zurückstellen möchte.
Was haben wir hier noch so Schönes? Kapazität. Und das geht jetzt hier danach, wie viel Speicherkapazität ich auf den Micro-SD-Karten habe. Ich habe jetzt keine drinne, gibt keinen Nutzen dafür, brauchen wir an der Stelle nicht. So, dann haben wir hier den 12.01.2023, von daher ist die Software, und vom 29.08.2022 die Systemsoftware. Reicht also völlig aus, eigentlich alles Wichtige drinnen. Damit sind wir eigentlich schon fast durch. Wir gucken uns die Melodie gleich halt nochmal an. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, eigentlich eine Bild-in-Bild-Funktion einzuschalten. Ich habe aber nur eine Kamera im Set jetzt dabei. Das bedeutet, wir lassen das Ganze so, wie es ist. So, hier seht ihr es jetzt auch schon. Hier ist jetzt die Möglichkeit gegeben, die Kamera direkt anzusteuern. Und das finde ich halt mega nice, dass du halt dafür gar kein Internet brauchst. Und die Auflösung ist wirklich scharf. Das ist wirklich in Ordnung. Ihr seht das Ganze jetzt hier wunderbar. Wir haben jetzt hier ganz normal erstmal den Tagmodus. Das heißt, also ihr seht das jetzt hier, man kann es gut lesen. Da steht eine Powerstation, also da oben steht eine Powerstation. Bluetti, kann man alles lesen auf dem Display. Die ist wirklich scharf, die Kamera. So, wir fahren einmal hier rum. Ihr seht es links im Bild. Also wirklich praktisch. Man sieht es auch jetzt hier. Samsung und Denon kann man auch direkt lesen. Das ist klar, weil es direkt davor ist. Funkverbindung ist natürlich klar, weil Antenne zu Antenne. Aber das gucken wir uns also gleich nochmal an. So, hier kann ich also hoch, runter, links, rechts steuern. Wenn ich jetzt hier einmal so draufklicke, dann passiert hier nicht wirklich was. Und das ist schon mal gar nicht weiter schlecht. Aber ich habe hier oben zum Beispiel dann die Möglichkeit, das Display zwischendurch auszuschalten, um Strom zu sparen und dann wieder anzuschalten. Bei Vox kann ich zum Beispiel den Hörmodus aktivieren. Und jetzt kommt der Hund erstmal und schnufft sich hier ins Bild rein. Normalerweise, wenn ich den Hörmodus dann aktiviert habe, kann ich eigentlich auch den Display ausschalten. Okay, der geht nicht automatisch an, aber er läuft im Hintergrund auf jeden Fall weiter. Und das ist schon mal ganz praktisch. Das ist bei mir natürlich noch nicht aktiviert zwischen Low, Medium und High, was ich da erklärt hatte am Anfang. So, ansonsten haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Helligkeit auszuwählen oder natürlich die Lautstärke. Lautstärke. Okay, da müssen wir aufpassen, dass es nicht übersteuert. Kann ich also jetzt hier in verschiedenen Stufen hochpacken. Ich mache das jetzt mal so und packe die ganz kurz mal woanders in die Kamera. So, ich habe sie jetzt ein Stück weiter weggepackt. Das heißt, ich mache jetzt mal den Ton an. Wir gehen mal auf Lautstärke 1, Lautstärke 3, schon ziemlich klar. Hallo, hallo? Okay, gibt also noch keine krassen Interferenzen. Man muss aufpassen, weil wir ja jetzt hier im selben Raum sind. Und die Kamera hat jetzt den Nachtsichtmodus sozusagen eingeschaltet. Wenn ich jetzt hier drauf tippe, kann ich zum Beispiel die Displayhelligkeit verringern. Stufe 1, 2, 3, 4, 5, das ist schon wirklich sehr hell. Und jetzt holen wir das Ganze nochmal hier vorne in den Farbmodus rein, damit wir natürlich auch sehen, wie hell das so ist. So, also das ist jetzt hier die maximale Helligkeit und ich lasse euch das Ganze jetzt mal hier so sehen. Die Echtzeitübertragung wird jetzt spaßig. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein ganz kleines Stück weg, während ihr das jetzt hier so live seht. Also hier gucke ich sozusagen jetzt auf das Display drauf vom Telefon, womit ich hier gerade filme. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter. So, und jetzt müsste das Ganze in den Schwarz-Weiß-Modus geschaltet haben, genau. Also Infrarot-LEDs sind auf jeden Fall jetzt aktiviert. Sehr praktisch. Und ich kann jetzt hier sozusagen einmal ringsherum schauen. Und das funktioniert auch wirklich vortrefflich. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Und die Übertragung ist bisher schon sehr gut. Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen bei einem größeren Distanztest. Da bin ich echt gespannt, wie gut das Ganze jetzt hier so funktioniert. Ja, ansonsten die Gegensprechfunktion, die ist auch relativ simpel. Ich muss jetzt sozusagen hier drauf drücken. Machen wir mal. Hallo, hallo, hallo. Ah, das ist sogar sehr gut. Ich muss gedrückt halten. Ich nehme das Ding mal kurz mit. Hallo, das ist ein kurzer Test. Der Lautsprecher klingt eigentlich sehr gut. Ich kann jetzt mal ein Stück Abstand nehmen und erzähle währenddessen weiter. Und ihr hört das jetzt einmal über die Kamera und weit entfernt über das normale Mikrofon vom Smartphone. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimmenübertragung, die ist schon mal wirklich sehr gut. Da haben wir also keine Interferenzen, wie ihr jetzt gerade so gehört habt. Das ist echt mega praktisch. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr habt das Ganze jetzt gesehen, dass wir jetzt ja hier drin sind. Einmal im Farbmodus. Und wir machen jetzt mal hier, spaßhalber, das Licht einfach aus. Um mal zu sehen, was passiert jetzt hier, wenn wir jetzt uns im Dunkeln auf einmal bewegen. So, wir warten mal ganz kurz ab. Zack, innerhalb von wirklich 2 Sekunden schaltet das Gerät um auf Infrarot-Nachtsicht. Und jetzt drehe ich die Kamera mal um. Weißt, was krass ist? Also, pass auf, ich muss euch das mal so zeigen. Ihr seht jetzt in der Kamera, seht ihr jetzt die Infrarot-LEDs, ja? Mit dem bloßen Auge sind die nicht erkennbar. Das ist wirklich krass. Also, wenn wir jetzt mal hier so gucken. So, die schaltet jetzt wieder um. Jetzt ist der Nachtsichtmodus deaktiviert.
Ihr seht die Kamera, also ihr seht jetzt die LEDs, die Infrarot-LEDs in der Kamera, aber das sind unsichtbare LEDs. Also ich sehe sie mit dem menschlichen Auge nicht, das ist ein Phänomen. Das muss man mal so sagen. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir mal kurz wieder Licht an, dann gehen wir jetzt wieder in den normalen Modi rein. Bam, gucke, gleich kommt wieder. Und zack, es ist alles wieder in Farbe dabei. Zack, ist die Temperatur auf 20 Grad gestiegen. Da kann man soweit nicht meckern. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie weit der Distanztest geht, durch wie viele Mauern kommen wir dabei durch und wie ist dann die Videoauflösung auch noch so, wenn ich das Ganze in, ich sag mal, zwei verschiedenen Räumen interagieren lasse und nicht nur direkt jetzt daneben. Vorher gucken wir uns aber noch mal ganz kurz die Musik an. Da bin ich mal sehr gespannt. So, wir haben Schlaflieder. Es läuft dann einmal. Ah, siehst du, es läuft einmal über die Kamera und natürlich jetzt über die Lautstärke vom Display. Das kann ich hier ausschalten, wenn ich die Musik hier runter mache. Jetzt hörst du es. Jetzt hörst du es nicht mehr. Aber dann höre ich das Kind natürlich auch nicht. Also das kann man interagieren lassen, einfach so. Die Musik läuft dann ein bisschen weiter. Lied Nummer 2 läuft jetzt hier rüber und ich höre das natürlich auch hier mit drin. Lied Nummer 3. Nummer 4. So, ich gehe mal ein kleines Stück mit weg, damit man das Ganze so ein bisschen besser hört. Also fast keine Latenz dazwischen, also die Videoübertragung ist top. So, gehen wir mal hier auf Nummer 5. Nummer 6. Ist das cool? Also ihr hört es, hierüber wird es wiedergegeben und ich höre automatisch natürlich direkt mit ganz geringer Verzögerung da drüben alles. Nummer 8. Ja, cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir erstmal drauf auf Off. Wir können das Ganze natürlich immer und immer wiedergeben oder eine einmalige Wiedergabe und dann deaktiviert sich das Ganze. Also das ist der Hintergrund zu der Musik. Das hört man dann über die Kamera als auch natürlich über das Display und das finde ich eine wirklich sehr, sehr coole Sache. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie gesagt, auch auf die Akkulaufzeit. Das gucken wir uns dann hinterher nochmal an, wenn ich das Ganze jetzt richtig durchgeprobt habe. Ich lade das also völlig auf und dann bin ich mal gespannt, wie viele Stunden so der Akku mit durchhält und wir gucken uns vorher den Distanztest nochmal an. Das sehen wir uns gleich an. So, Kamera haben wir jetzt hier aufgestellt. Und das Ganze sieht jetzt hier ungefähr so aus. Wir schauen mal ganz kurz. Steuerung funktioniert also auch wunderbar, wie man das jetzt hier so sieht. Also tipptopp in Ordnung. Das Einzige, was wir halt nicht haben, ist halt ein Zoom. Den brauchen wir jetzt natürlich auch nicht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier so rüber und ich fahre jetzt hier einmal den Raum einmal so komplett ab. Da sieht man also wirklich, so sieht es hier an der Stelle aus. Und so sieht es über die Kamera aus. Also wirklich eine knackscharfe Auflösung. Wir drehen mal ein Stück wieder nach links und können jetzt mal hier alle möglichen, ja, Richtung, ich sag mal so, abfahren. Da sieht man auch natürlich vom Zoom her, also vom Zoom her, nicht vom Fokus her, es gibt einen festen Fokus und das funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Also wirklich sehr, sehr gut, um meinetwegen die Sitzreihe hier zu beobachten, um das Ganze hier zu überwachen in dem Moment. Wir machen jetzt mal spaßhalber das Licht aus, wie der ganze Spaß dann so daherkommt. Zack, das Ganze wird gleich umschalten und zwar jetzt in den Infrarotmodus. Ich mache jetzt auch mal die Tür direkt einmal zu. Und dann sieht man den ganzen Spaß auch hervorragend. Also da ist es auf jeden Fall wirklich gut. Wir haben jetzt hier wirklich eine sehr große Fläche und ihr seht ja, wir können das Ganze hier wunderbar einmal abfahren. Also wenn ich mich jetzt hier einmal rumdrehe, dann stehe ich da hinten als Geist in der Ecke, wackel einmal ganz kurz ein bisschen mit dem Kopf und das funktioniert auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Wenn wir das Ganze jetzt wieder dann so rumdrehen, so, dann machen wir natürlich hier einmal kurz Licht an, drücken einmal kurz drauf. Kamera schaltet von Schwarz-Weiß direkt wieder um auf Farbsicht. Das klappt wirklich hervorragend. Und wir gucken einmal, wir können den ganzen Raum einmal abfahren und das ohne eine aktive Internetverbindung. 25 Grad hier drinnen, aktuelle Temperatur. Wir machen jetzt Folgendes und gehen einfach mal live ein kleines Stück weiter, denn wir wollen ja sehen, die Kamera steht dort hinten in der Ecke. Wie weit reicht denn die Funkverbindung? Dazu klappe ich jetzt erstmal die Antenne hoch. So, Antenne ist ausgeklappt. Ich bewege mich jetzt mal von dem Raum hier hinten weg. Das heißt, wir warten mal ab, wie gut klappt das jetzt eigentlich. Ihr seht ja im Hintergrund,
ungefähr, wie weit ich laufen muss. Ein ziemlich langer Flur, sodass wir das Ganze dann auch wirklich sehen. Die Kamerasteuerung funktioniert immer noch. Das heißt, es lässt sich immer noch interagieren. So, wir gucken mal ganz kurz. Wenn ich jetzt mal hier so hochschalte, da hinten rechts steht die Kamera und die kann ich von hier aus immer noch ansteuern. Also das ist wirklich nahezu perfekt. Wir gehen mal weiter. Es wird damit bis zu 100 Metern geworben. So, jetzt haben wir so das erste Mal Funkabbrüche und ich bin wirklich extrem weit weggelaufen. So, ihr seht es lässt sich immer noch steuern, aber da gibt es so die ersten Interferenzen und Aussetzer und oben links die Stärke der Steuerung. Also wir haben statt 4 Balken nur noch 2, aber ich bin ja auch wirklich ein ganz schönes Stück weitergelaufen. Also das ist schon wirklich ganz ordentlich und der Flur hier hinten, also sozusagen einmal am anderen Ende vom Haus, mal gucken, ob wir da immer noch Empfang haben. So, müsste eigentlich, hier ist der Empfang komplett auf weiß, also hier geht gar nichts mehr. Hier kriegen wir den Empfang wieder ein bisschen mit ran und dann ist die Funkverbindung für die Kamera weg. So, das heißt, wir gehen jetzt hier einmal direkt weiter, gehen einmal hier wieder hin und ich denke mal, hier sollten wir das erste Mal ein Signal wieder haben. Und tatsächlich, die Kamera hat sich auf jeden Fall gedreht. So, man sieht es, da ist der Raum, aus dem ich gerade gekommen bin. Und alles, was da hinten ist, kann ich jetzt überwachen. Also ideal für weite Distanzen. Und ihr seht es, das ist wirklich eine weite Distanz. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und gehen bis da hinten wieder hin. Das ist wirklich krass. Also ich muss sagen, dieses Babyphone hat auf jeden Fall, oder diese Kameraüberwachung hat auf jeden Fall wirklich das, was es bietet. Und für 50 Euro kann man da wirklich nicht viel falsch machen. So, und da sind wir wieder in dem Raum, wo die Kamera dann drinne steht. Das ist schon wirklich gigantisch, muss ich sagen. Und hier seht ihr es, Temperatur passt von der Erfassung her. Und ich sage mal so, ganz ehrlich, die Distanz der Übertragung ist perfekt in meinen Augen. Jetzt testen wir noch die Akkulaufzeit vom Display und das machen wir auf mittlerer Helligkeitsstufe. Und dann bin ich gespannt, wie lange das Ding hält. So, also kurz und prägnant habe ich das Ganze jetzt so gemacht. Ich habe es jetzt doch nicht auf mittlerer Helligkeitsstufe getestet, sondern auf der geringsten Helligkeitsstufe. Und zwar wirklich so, wie es jetzt hier eingestellt ist. Geringste Helligkeitsstufe, dann geringste Lautstärke. Habe das Ganze laufen lassen und seht euch das an. Wir sind bei ungefähr 9 Stunden 34. Ich sag mal so, es könnten auch 9 Stunden 15 gewesen sein. Ganz genau habe ich dann hinterher nicht mehr drauf geguckt, aber so 8 bis 9 Stunden Akkulaufzeit auf der dunkelsten Stufe sind ohne Probleme möglich. Das ist schon wirklich ultra genial. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eins der krassesten Videoüberwachungssysteme mit integriertem Akku drin. Es ist sehr, sehr gut. Es hat wirklich eine sehr gute Auflösung. Man sieht bei Nacht und bei Tag alles sehr, sehr gut. Man hat einen eingebauten Ständer noch mit drin. Im Endeffekt, man kann viel einstellen, Temperaturüberwachung, also wirklich Nonplusultra. Ich bin sehr zufrieden damit und werde das Ding auf jeden Fall jetzt täglich hier im Einsatz haben und ich habe es ja auch seit dem 25.12. bis jetzt zum 4.1. dauerhaft immer 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag läuft das Ding durchgehend, immer am Strom oder mal mit Akku und das Ding gibt bisher nicht auf. Ich hoffe, das bleibt so. Ich verlinke euch das Ding wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.